Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir schauen wie immer in die Option. Nein, wir sind zurück bei One Piece Grand Battle und spielen auf Normal. Es sind noch Nami und Lysop über. Ich würde sagen, die Runde geht an Nami. Und deshalb starten wir auch direkt rein. Und dann gibt's beim nächsten Mal Lysop und dann verlassen wir die Strohhutbande auch schon. Also beziehungsweise, dann ist es einfach so weit und andere Charaktere sind dran. Ne? Ich habe ein bisschen Pause gehabt. Ich bin echt gespannt, wie ich reinkomme. Das wird bestimmt Wahnsinn. So, ich habe hier die Dings auch schon aufgemacht. So, sie hat 3 Specials. Oh Mann. Okay, los geht's. Map Nummer 1 gegen Smoker. Das dürfte ganz angenehm werden. Hoffe ich jedenfalls mal. Oh ja, hier komm. Dresch ihn direkt. Oh nein. Oh doch. Dresch ihn direkt in die Wand rein. Oh oh. Okay, kein Ding. Ja. Erstmal gesunden Abstand nehmen. Kann er noch ein bisschen um die Wette burnen. Jumpen wir rein in die Nummer. Hinter ihr. Verdammt, jetzt. Gut. Oh Mann. Das hätte ein bisschen besser für uns laufen können. Oh nein. Ja. Einfach mal weg. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da so viel Glück haben. Okay. So viel zum Thema Glück. So, erster Special ist XX. Das war? Genau, okay, wir warten auf den Angriff sozusagen. Na komm. Guck mal, wie der Blitz zu mir kommt. Geh weg. Nee, er wollte da, oder will da auch gerade sein Special zeigen. Oh. Habt ihr gesehen, wie er in der Luft stehen geblieben ist? Boah, der war nice. Er ist in der Luft stehen geblieben und wieder nach unten. Ja, komm her. Oh nein! Das Schwert hätte ich gerne mitgenommen. Verdammt. Wie er noch ganz locker zur Seite weggegangen ist. Ah. Na gut, ich wollte eigentlich mein Special machen, aber er hat ihn, glaube ich, irgendwie sowieso nicht gemacht. Jetzt blockt er wieder mehr. Das ist natürlich auch toll gewesen. Wie er genau vor mir stehen geblieben ist. Und zudem... Oh, oh, Glück gehabt. Zu dem Zeitpunkt war natürlich mein Special zu Ende. Wieso habe ich so viel Bier jetzt auf einmal drin? Das wundert mich schon ein bisschen. Normalerweise hat man ja so, was Nahrung und sowas angeht, Lebensmittel da eher selten drin. Oder meistens dann eben, wie eben schon zu sehen, verdorben. So. In der Anfangsphase ging Smoker ziemlich leicht. Dann hatten wir so einen kleinen... So eine kleine Durststrecke mit drin. Aber dann ging's wieder. Und wer möchte als nächstes? Ja, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen über One Piece wieder nachgedacht. Ich weiß auch nicht. Also da bin ich in letzter Zeit wieder so ein bisschen... am Grübeln gewesen. Oder was heißt am Grübeln? So ein bisschen einfach über die Vergangenheit damals so nachgedacht, oder als man damals halt One Piece geguckt hat und so. Dass das halt mittlerweile alles schon so viele Folgen sind, ne? Also, dass die deutschen Folgen sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 1000. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Wenn man dagegen, also vergleicht, so Dragon Ball, der erste, also, das heißt ja nur Dragon Ball, dieser erste Anime, der hat, glaube ich, 153 Folgen oder so. Oh, der war schön. Der war richtig schön. Oh, ey, wie oft ist denn das Zeug da drinne? Sag mal, wieso leuchtet sie nicht? Ich habe da jetzt schon... Das war wild. Komm her. Jetzt läuft's weg, ja? Boah. Nur Müll drinne wieder. Ja, nehme ich mit. Aber man hat's gesehen, ich wollte greifen. Hinter dir.
Yes, der war schön. Den kann man auch mal nehmen. Ja, und Dragon Ball Z hatte, glaube ich, 291 oder so, ne? Und da hast du schon einen Haufen Füllerfolgen dabei. Gut, One Piece hat auch Füllerfolgen. Na, komm. Oh, oh. Ja, toll. Das Ding ist genau neben uns explodiert. Also, Ruffy soll schon hier Buggy hätte auch ruhig ein bisschen was abkriegen können. Yes. Ja, toll. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich in der Verteidigung bin, wird er nicht, oder beziehungsweise greift er nicht an, aber unmittelbar danach. Oh, das gibt's nicht. Ey, das ist so ein Schlag, weißt? Ich krieg's nicht hin. Der macht mich hier noch perfekt fertig, sag ich mal. Das gibt's nicht jetzt. Meine Güte, dieser eine Schlag. Mit perfekt meine ich, dass er mich, ja, von dem Zeitpunkt an, wo er nur noch einen Schlag braucht, sozusagen mit null Hits, die ich ihm gebe, fertig mache. So, Ruffy. Das wird natürlich ein ganz anderer Schnack jetzt. Mal gucken, wie ich mich hier so anstelle, weil die Map macht halt vieles aus, ne? Also du hast jetzt zweimal die leichte Map gehabt. Und da hat sie schon teilweise so ein bisschen gegen uns gearbeitet, so gefühlt. Bam, in die Fresse. Ruffy, komm her. Bam. Nehme ich gerne mit. Wenn er dann auch Schaden nimmt, nehme ich das gerne mal mit. Kein Problem. Ah. Verdammt. Ja, flieg doch einfach ins Wasser. Boah. Jetzt. Hau ab. Nein. Na, das ist ungünstig. Machen wir gerne. Ja, machen wir auch gerne. Nein. Der ist auch wieder schön. Komm. Ah, ich würde ihn doch gerne nochmal ins Wasser klatschen jetzt. Ah. Ja, komm. Das ist doch easy jetzt hier gerade, oder? Wir kriegen ihn doch weggemacht. Ich würde ihn gerne ins Wasser kicken, aber irgendwie will er nicht. Doch, da. Also das hat gut was an Schaden gebracht. Dass er da ins Wasser geflogen ist. Da haben wir Vorteil. Durch. Nein, das ist ein Ding, Alter, jetzt. Stock in die Fresse. Ne, Ruffy, da haben wir echt Glück gehabt. Also den haben wir nur so schnell weggemacht, weil er da ins Wasser geflogen ist. Das hat ordentlich was an Energie abgezogen bei ihm. Und Glück hast du halt auch, wenn du denn nochmal die Bombe selber frisst, so, dann ist das kein Problem, wenn er dann auch Schaden nimmt, ne? Das ist schon ganz gut, wenn du Schaden nimmst und er gleichzeitig auch noch ein bisschen. Also das ist gleich viel entspannter, als wenn nur du den Schaden frisst. Aber Sanji wird jetzt natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Sanji können wir nicht so leicht ins Wasser kicken, beziehungsweise das vielleicht schon, aber der ist natürlich auch A, sehr schnell und B, kriegt er nicht so viel Schaden durchs Wasser. Der wird da mehr auf die Geschwindigkeit. Habt ihr das gesehen? Der hat mich gegriffen, obwohl ich ihn geschlagen habe. Was war das denn? Also das war nicht so ganz legal, möchte ich jetzt hier mal so sagen an dieser Stelle. Ja, nehmen wir mit. Kein Problem, hau rein. Siehst du, da haben wir das schon mit dem Wasser. Aber wie schnell er schon wieder unten war, ne? Wie schnell er hier an meinem Hintern klebt. Aber das kennen wir ja von Sanji, dass er an Namis Hintern kleben möchte. Kleiner Scherz hier am Rande. So. Bam. Aber das funktioniert hier mit Nami teilweise ganz gut, dass du hier mal eben so einen Treffer landest, aber leider auch immer nur diesen einen. Na. Okay, dann. Komm her. So richtig wirklich an Kombos oder an Treffern kriegen wir das hier nicht hin. Und er ist halt auch immer so diesen Ticken schneller, weißt? Jetzt. Nee. Das ist nix. Ey, ich hab auch noch unten. Ist auch egal. So, Viereck und X.
Oh nein, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Der hätte doch getroffen. Boah, ich habe losgelassen. Ich habe in dem Moment losgelassen, aber irgendwie... Das gibt's nicht, dass er in dem Moment immer unter mir hockt. Ey, und diese Kombos, die gehen halt auch immer durch, weil er so schnell ist. Nein. Oh, ist das dein Ernst? Habt ihr gesehen, wie viele von diesen Lämpchen da auf einmal drinne waren? Nee, die Runde, also das kann ich jetzt schon sagen, die Runde hier wird nichts. Das ist alles ganz ungünstig. Dreieck, Viereck und X. Dreieck, Viereck und X. Okay, ja gut. Danke für die Krone. Dreieck, Viereck und X. Hä? Hat er nicht gemacht? Dreieck, Viereck und X. Na toll, jetzt ist er... Komm weg. Naja, es dauert zu lange mit Dreieck, Viereck und X. Aber... es kotzt mich immer so an. Es kotzt mich immer so an, weil du... drückst 30 Mal schlagen gefühlt. Und er trifft dich zweimal. Und dann springt er in Ruhe wieder weg. Und du machst nicht einmal den Move. Während er dich schlägt. Und wegspringt. Ja, also wir müssen so oder so in die Verlängerung reingehen. Hinter dir... sie steht immer falsch zu ihm. Ja. Ja, wir müssen so oder so in die Verlängerung reingehen. Also das hätten wir hier nicht geschafft in dem Part. Er ist einfach... Er ist zu schnell. Er ist einfach zu schnell. Er ist immer wieder instant in der Verteidigung drin. Da hat er dir dreimal das Fressbrett poliert so. Und du drückst 100 Mal gefühlt Kreis und machst nicht einen Schlag. Ich weiß, weil er schneller ist, weil er den Schlag setzt, ist schon klar. Aber ist trotzdem nervig. Das sieht immer so aus, als wenn du nichts machen würdest. Das regt mich immer so auf. Dass man dann immer so rumsteht und das sieht immer so aus, als wenn du einfach nichts machst. Obwohl du halt 100 Mal Kreis gedrückt hast. Ah. Oh, ja, auch die Nummer. So. Oh, der... Er geht mir auf den Sack. Er geht mir so auf den Sack. Ohne Scheiß, der Gegner ist richtig ätzend hier. Sanji ist so ein scheiß Gegner. Ich springe hoch, drücke Kreis, sie macht nichts. Und er schlägt mich. Ja. Da fresse ich natürlich mit, die Nummer. So, hier nochmal ein bisschen Schaden gemacht bei ihm. Der war auch gut. Ja, aber es ist, er hat schon wieder viel zu viel Schaden gemacht bei mir. Zu vergessen, ey. Fall ins Wasser. Ja. Schön. Nein. Nein. Guck mal, wie er schon wieder genauso springt wie ich. Nice. Oh nein. Der war auch wieder gut. Ja, wir müssen halt diese Einer-Treffer setzen, so. Das ist so... No. Der war auch gut. Nein! Nein! Boah, jetzt haben wir es beide gefressen, aber immerhin besser als... Er ist so ein Rotzgegner. Unglaublich. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ey, so eine Sch... Ich krieg die Krise, Alter. Das, dann kommt immer so ein Ding, weißt? Das ist so mies. Das ist echt einfach mies. Wenn du die ganze Zeit so merkst, okay, er ist eigentlich der Bessere, also beziehungsweise er macht mehr Schaden als du, aber du kriegst es irgendwie gerettet. Und dann landest du halt einfach im Special drinne und die Energie reicht nicht aus und es ist so zum Kotzen. Es ist, das ist so nervig, weißt? Wenn du diese Nummer hast, so von wegen... Eigentlich sind wir ja gleich gut, aber Zwinker, Zwinker, du hast keine Chance, weil ich setze einfach mal kurz mein Special ein und dann ist das Ding gegessen hier. Das fühlt sich so ein bisschen wie Cheaten an, um ehrlich zu sein. Ja, es ist ärgerlich, weil wir uns noch so schön rangearbeitet hatten. Und dann kommt so ein Müll bei rum. Oh, und dann bin ich hier auch wieder in meiner Combo drinne, so dass ich nicht weghüpfen kann. Ja, war klar. Das sieht er dann natürlich kommen, das Ding. Ich habe übrigens mein Special gerade gemacht, aber irgendwie ist mir eben schon mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es auch am Controller liegt oder so. Aber irgendwie
fängt sie manchmal nicht an zu leuchten. Das wundert mich ein bisschen. Jetzt. Ah, ich stehe im Wasser, das macht mich auch langsamer. Ich habe auch geschlagen. Ich wusste es. Der war gut. Ja, wir müssen jetzt hier einfach... Ich habe keinen Bock mehr auf Sanji, ey. Den werden wir jetzt zerstückeln. Tut mir leid, jetzt... Jetzt werde ich hier auch mal ein bisschen... FSK 18. Den werden wir jetzt einfach in kleine Häppchen stückeln. So wie er das immer gerne macht. Yes. Ja, manchmal hat man dann doch Glück und die Map spielt ein bisschen mit. Oh nein. Wieso springt sie denn da hoch? So, komm her. Nice. Boah, wie schnell. Ich habe nur springen gedrückt. Er lag auf dem Boden und hatte instant schon wieder den Schlag. Wieso ist er so schnell? Komm her, hier. Komm, tschüss. Das ist dein Ende hier, Bro. Das ist einfach dein Ende. So, ich gehe... So, weißt du, ich gehe auch selbst dabei drauf. Das ist mir scheißegal, wir machen dich weg. So, guck dir diesen Unterschied an. Wie er eben in der ersten Runde noch fast stärker war und wie wir ihn jetzt wegrasiert haben, diesen kleinen Penner. Ja, wir wissen doch, ich mag Sanji, alles cool. Aber er ist manchmal ein kleiner Penner. Haben wir ihn weggemacht. So sieht's aus, ey. Hat er mir schön die Quote hier versaut. Da hat Nami den Kill gefressen und sie hatte so eine geile Zeit dadurch, dass wir Ruffy so schnell weggemacht haben. Und dann ist es ausgerechnet Sanji, der freiwillig aufgeben würde, wenn er gegen Nami kämpft. Jedenfalls ist es mein Stand, ne? Wie gesagt, ich habe ja bloß die ersten 400, 500 Folgen geguckt, ne? Und bei über 1000 bin ich noch nicht mal auf der Hälfte im Prinzip. Hier, Zorro, friss das. Ja! Meine Güte. Boah, ich krieg das Kotzen. Ey, ich bin heute... Wieso bin ich da nicht im Instant-Modus, also im Unsterblichkeitsmodus? Ich bin doch gerade erst wieder da gewesen. Was war das denn? Dass trotzdem das Ding gesessen hat, das ist schon mies. Ich wurde da abgesetzt und er hat mich instant schon angegriffen. Na. Jetzt. Oh Mann. Da kommt er noch ins Blocken rein, ne? Obwohl ich ihn schon längst getroffen hatte. Yes. Friss das. Schnuppergasbösewicht, oder wie? Wie war das? Duckwing Duck. Ah, ich krieg die Krise. Yes. Dann eben nochmal. Jetzt haben wir ihn doch. Nochmal. Schönes Ding. Na, komm her. Komm her, Zorro, hä? Stock im Hintern kriegst du. Auf den Hintern, so rum. Bis die Route. So, komm her. Bam. Schön. Schön, schön, schön. Oh, nein, das war dumm. Das war ein bisschen dumm, aber ist egal. Fang auf die Scheiße. Das ist immer noch am besten, wenn er sein Special einsetzen will. Du wirfst ihn einfach ab. Friss Feuer. So, was haben wir hier noch so Schönes? Nein! Das wäre zu gut gewesen. Ey, wie viel Energie hat er immer noch? Obwohl er eben gebrannt hat. Oh nein! Ey, sag ich ja. Das ist wieder dieses Gummiband-System, von dem ich immer so gerne rede. Du bist eigentlich der Bessere, oder die Bessere in dem Fall. Und dann, wenn du kurz vorm Finish bist, kommt hier nochmal so dieser Modus. So von wegen, ja, jetzt bringe ich hier nochmal mein Special rein, weißt? Das vergleiche ich immer ganz gerne. Gummiband-System ist ganz easy. Bei Tekken, wenn du im Prinzip kurz davor bist, deinen Gegner perfekt oder annähernd perfekt fertig zu machen, also noch komplette Energie hast oder annähernd komplett, und dann kommt dein Gegner auf einmal mit der Monster-Kombo rein, weißt, wo er dir fast alles abzieht. Oder man kennt es auch aus Autorennspielen, Need for Speed oder so, lässt grüßen. Du kannst nicht, also du kannst deinen Gegner, du kannst ihn zwar überholen, wenn er jetzt einen Unfall baut, aber im Prinzip hast du immer dieses Gummiband-System, dass du, selbst wenn du
mega fehlerfrei fährst, mega gut fährst, wird dein Gegner immer kurz hinter dir sein. Weil er dann auch auf einmal keine Unfälle baut und sowas, ne? Das ist das Gummiband-System. Ne? Natürlich gibt's eine Ausnahme, es kann immer mal passieren, dass sich die KI da aufhängt und irgendwo gegenballert mit ihrem Auto. Aber in der Regel ist es so, dass du immer irgendwie einen Gegner dabei hast, der dir so hart am Arsch klebt. Da kannst du 10-mal perfekt fahren, das ist scheißegal. Das ist scheißegal. Er wird 20-mal perfekt fahren. Er wird dir immer am Hintern kleben. Oder sie. Sorry. So. Hatte ich jetzt richtig geguckt? War Along jetzt... Macht Sinn, ne? Ist der letzte Gegner, glaube ich. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Nehmen wir gerne mit, die Nummer. Along hat aber auch... Ja, jetzt kommt er wieder mit solchen Aktionen hier. Wollte gerade sagen, Along ist hier die ganze Zeit am Weglaufen. Guck dir die Scheiße doch mal an. Was soll denn die Kacke? Ja, hier, komm. Ja, denn wieder umkippen, ne? Denn wieder im Saufen. Oh. Nehme ich mit. Schönes Ding. Das können wir ja auch mal mitnehmen. Nee, das lassen wir. Ich krieg das Ding doch eh nicht aufgefangen. Boah. Ja, gut, bringt nicht viel, aber nehmen wir natürlich auch ganz gerne. Ja, das war so klar. Schwert gegen Schwert wieder. Aber ich weiß nicht, in diesem Spiel, bei Nami, also mit Nami in dieser Runde hier, gefühlt so viel Zeug und Energie, also positive Sachen eingesammelt wie noch nie. Klar, auch ein paar negative jetzt, wo ich es anspreche. Aber irgendwie hat man normalerweise immer ganz viele negative Sachen, die man einsammelt und so gut wie nichts Positives. Und jetzt haben wir hier tatsächlich auch mal ein paar Sachen dabei, die relativ positiv für uns sind. Gibt's nicht, ey. Ich habe schon die ganze Zeit auf X gedrückt, aber war ja klar. Jetzt schön ein bisschen was ab. Oh nein, ich kann nicht schwimmen. Man hat es kurz gesehen, ich wollte hinterher jumpen, aber ich kann nicht schwimmen. Ja, jetzt komm, hier schön was abziehen an Energie. Komm, nochmal immer drauf da. Wir haben immer noch das Schwert intus, aber... Jetzt. Gibt's nicht. Er ist immer wieder im Block drin, ne? Ah, Mann. Schiebt mich immer so blöd weg. Aber jetzt... Ja, jetzt war's das. Schön. Ja, durch diesen Kick oder was er auch immer da gemacht hat, hat er mich immer so blöde wieder weggeschoben. So, das war's so, oder? Das lief entspannt mit Nami. Muss ich sagen. Also wir hatten nur einen Gegner, das war Sanji, der uns da richtig genervt hat. Danach hat man es noch ein bisschen gemerkt bei Zoro. Bei Along ging es jetzt hier überraschend gut, muss ich sagen. Aber, also wie gesagt, wir zocken auf Profi. Also auf Profi. Auf normal. Profi ist bei FIFA. Na gut, also damit haben wir es auch mit Nami geschafft. Und als nächstes kommt dann, das kann ich hier schon mal sagen, Lysop. Und dann, ja, die Reihenfolge, die mir aufgeschrieben wurde. Ich werde versuchen, mich dran zu halten. Noch weiß ich's. Mal gucken, ob ich es nächstes Mal auch noch weiß. Oder übernächstes Mal ist es denn ja. Na gut, ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao.